Und wir, liebe Zuschauer, schauen noch mal auf den Krieg in der Ukraine. Vater Ascha Tscherkraski und sein Sohn David sind ukrainische Juden. Und seit dem ersten Kriegstag gehören sie der territorialen Verteidigung der Ukraine an und organisieren diese Verteidigung ihrer Stadt Dnipro. Ja, und Bildreporter Philipp Piatow, der hat exklusiv mit ihnen gesprochen. Sie sind religiöse Juden, Ukrainer, Vater und Sohn. Und sie dienen zusammen in den ukrainischen Streitkräften, um ihr Land gegen die russischen Invasoren zu verteidigen. Dass Kreml-Diktator Putin ihr Land entnazifizieren will, darüber können Vater Ascha und sein Sohn David, die in der ostukrainischen Stadt Dnipro leben, nur bitter lachen. Ascha leistete in der Sowjetunion seinen Wehrdienst ab, kämpfte 2014 gegen prorussische Separatisten im Osten der Ukraine. Als der Krieg begann, war für ihn klar, dass er sich wieder bei der Armee melden wird. Seinem Sohn wollte er das eigentlich ersparen. Doch David wollte dienen, an der Seite seines Vaters. Was bedeutet es für Sie, dass Sie neben Ihrem Sohn stehen und zusammen dienen? Für mich heißt das, dass ich einen echten Menschen erzogen habe. Eigentlich wollte ich, dass er seine Pläne wahrmacht, sein Studium beendet und dann nach Israel auswandert, um dort in der Armee zu dienen, dort eine militärische Karriere zu machen. Aber seit Beginn des Krieges hat er nicht mehr auf mich gehört, egal was ich gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, dass ich hier für uns beide arbeiten werde. Aber er hat seine Entscheidung getroffen. Er ist ein erwachsener Mensch und diese Entscheidung gefällt mir. Weil ich der Sohn meines Vaters bin. Mein Vater hat schon 2014 mich, meine Freunde, meine Familie, unser Land verteidigt. Wie könnte ich eine andere Entscheidung treffen? Mich hat niemand gezwungen, das zu tun. Am ersten Tag des Krieges hast du mich um 5 Uhr geweckt. Da war Alarm. Ich habe gleich verstanden, dass der Krieg begonnen hat. Noch blieb Dnipro von einer großen russischen Offensive verschont. Doch immer wieder gibt es Raketenangriffe auf die Stadt. Russische Spezialeinheiten versuchen, nach Dnipro einzudringen und die Stadt für eine mögliche Invasion auszukundschaften. Vater Ascha und Sohn David arbeiten jeden Tag dafür, um die russischen Pläne zu durchkreuzen. Sie dienen zusammen und sie beten auch zusammen. Ihr Glaube gibt ihnen Kraft, diesen Krieg durchzustehen. Doch auch sie sind von der Brutalität der russischen Truppen schockiert. Was denken Sie, wenn Sie das sehen? Das ist ein großer Schmerz, der Schmerz unseres Volkes und Hass auf jene, die das begangen haben. Die Russen sind Tiere. Für Ascha ist klar, sie kämpfen nicht nur gegen Putin, sondern gegen eine Armee von Barbaren. Es ist nicht Putin, der schießt. Es ist nicht Putin, der seine Armee Nachschub liefert. Putin richtet seine Geschütze auch nicht auf die Städte, wo unsere Bürger friedlich leben. Putin drückt nicht auf den Knopf, um eine Rakete auf das Krankenhaus in Mariupol oder den Flughafen in Dnipro zu feuern. Das macht nicht Putin, sondern die Bürger der Russischen Föderation. Und sie tun es offenbar mit großer Freude. Wir schauen jetzt live zu Philipp Piatow nach Kryvyi Rih. Das ist die Heimatstadt von Präsident Selenskyj. Und du hast ja nun eben mit diesen beiden Männern gesprochen. Philipp, wie sehr haben sie dich beeindruckt? Sie haben mich wahnsinnig beeindruckt, weil sie ja die Chance haben, etwas anderes zu machen, so wie der Vater es gesagt hat. Sie könnten nach Israel auswandern, sie könnten dort in der Armee dienen, sie könnten dort einfach in Frieden leben. Aber nein, sie haben sich entschlossen, für ihr Land zu kämpfen und sie sehen die Ukraine als ihr Land an. Und das sagt, glaube ich, sehr viel darüber aus, über diese Lügen vom Kreml, von Lavrov, von Putin, dass man die Ukraine entnazifizieren will. Wenn orthodoxe Juden für eine Armee kämpfen, für ein Land kämpfen, dann ist dieses Land natürlich kein Nazistaat. Wie würdest du diese Männer beschreiben? Wie mutig sind sie? Das sind ja auch viele Männer, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten, die tatsächlich zum ersten Mal jetzt in den Krieg ziehen. Ich meine, die beiden haben sich, aber die ganze Familie ist sicherlich auf der Flucht. Wie würdest du es beschreiben, was diese Männer empfinden, wie mutig sie sind? Diese Männer folgen sehr klaren Prinzipien und weichen auch nicht von ihnen ab. Das fand ich sehr beeindruckend. Sie denken sehr klar und handeln sehr klar. Sie sagen, unser Land ist in Not, unsere Familien sind in Not
Wir müssen das verteidigen. Das ist unsere Pflicht als Staatsbürger, als Männer. Und das tun wir, ohne Wenn und Aber. Und sie stellen sich auch nicht die Frage, ob das gefährlich ist, ob das sie ihr Leben kosten kann. Denn natürlich kann es das. Aber sie machen es einfach. Und ich glaube, dass diese Kraft und diese Prinzipientreue auf jeden Fall auch aus ihrem Glauben kommt. Das sind tief religiöse Menschen, die sich dafür entschieden haben, religiös zu leben. Und genauso, wie sie an ihren Gott glauben, genauso glauben sie auch daran, dass es ihre Pflicht ist, hier zu dienen und die Ukraine vor Russland zu beschützen. Philipp Baba, wie ungewöhnlich ist es? Du sagst es gerade, dass orthodoxe, tiefgläubige Juden dann auch zur Waffe greifen und in den Krieg ziehen. Das ist ehrlich gesagt ganz normal. Es gibt auch sehr viele religiöse Soldaten in Israel. Natürlich ist die orthodoxe, also die wirklich religiöse jüdische Gemeinde in der Ukraine nicht mehr so groß. Sehr viele Juden sind ausgewandert nach dem Zerfall der Sowjetunion. Auch meine Familie aus der Ukraine ist beispielsweise nach Israel ausgewandert. Aber hier kämpfen unzählige Juden in der Armee. Manche mehr, manche weniger religiös. Ich meine, auch der Präsident dieses Landes ist ein Jude. Und die Ukraine war eigentlich immer ein Land, zumindest früher zu sowjetischen Zeiten, noch vor der Sowjetunion, das ein großes Problem mit Antisemitismus hatte. Und davon ist jetzt wirklich zum Glück nicht mehr viel zu spüren. Philipp, du bist gerade in der Heimatstadt von Präsident Selenskyj. Gibt es dort tatsächlich noch Menschen, die ihn persönlich kennen? Ja, ich bin hier gerade in einem kleinen Dorf, ganz in der Nähe der Heimatstadt. Und es gibt natürlich nicht mehr viele. Also man kommt an seine Verwandten natürlich nicht mehr ran. Seine Eltern, die haben hier lange gelebt. Ich glaube, bis zum Krieg, die wurden natürlich in Sicherheit gebracht. Aber wenn man zum Beispiel in sein Haus geht, in das Haus, in dem er aufgewachsen ist, dann sieht man dort viele Menschen, die sich natürlich an den kleinen Volodymyr erinnern. So sagen das zumindest die Großmütter, unser Volodya. Die erinnern sich an ihn noch als Schuljungen, wie er im Hof gespielt hat. Und sind natürlich wahnsinnig stolz drauf, dass er zuerst zu einem der berühmtesten Komiker des Landes wurde, dann zum Präsidenten und jetzt eben zum Heldenpräsidenten des ukrainischen Krieges. Und wo stehst du jetzt und was machst du in diesem kleinen Dorf? Ja, ich stehe hier in einem Ort, der heißt Bashtanka. Das ist etwas südlich von Kryvyi Rih, Richtung Mykolaiv. Mykolaiv ist eine extrem umkämpfte Stadt. Und hier in Bashtanka kommen sehr viele Flüchtlinge an, aus den umkämpften, aus den auch befreiten Gebieten. Ich habe gerade zum Beispiel mit Menschen gesprochen, die aus Cherson kommen. Cherson ist eine Stadt, die seit Wochen besetzt ist von russischen Truppen. Und diese Menschen haben mir erzählt, wie das ist, unter der Besatzung zu leben. Manche erzählen, dass es relativ ruhig abläuft, dass die Russen sie in Ruhe lassen. So ist es zum Beispiel in Cherson, was mir die Menschen erzählt haben. Andere erzählen wiederum von schwersten Kriegsverbrechen, von Vergewaltigungen, von Tötungen, von Folterungen, zum Teil von ehemaligen Militärangehörigen, zum Teil einfach so von Menschen, die irgendwas getan haben, was den Russen nicht gefiel. Tja, und dann wurden sie mitgenommen und erschossen. Vielen Dank, Philipp Piatow, für diese Eindrücke.